Ich muss die Stadt auf mein wahres Ich vorbereiten. Ich brauche Neon. Jede Menge Neon. Ach so, hallo und herzlich willkommen zurück. Hey, ich habe mal meine Fühler ausgestreckt, aber diese Akulas haben so nervöse Finger. Wir müssen der Spur schnell folgen. Okay, ich bin schon auf der Suche nach Neongas. Immer langsam, Heißsporn. Ich schnüffle ja ab und zu auch gern mal ein bisschen Gas, aber das ist wirklich... Es ist ein Trick, den ich aus Jersey kenne. Mit dem Gas kann ich irrsinnig schnell rennen. Ist das wahr? Tja, da muss ich dir wohl glauben, Conduit. Welche kleinen Geheimnisse hast du denn noch so in petto? Dieser Shane ist einfach ekelhaft. Widerlich ist er. Und damit jetzt nochmal herzlich willkommen zurück bei Infamous First Light. Ich will immer Last Light sagen, wegen Metro. Aber hier ist das erste Licht. Bei Metro das letzte. Und hier haben wir... Metro war ja wohl das letzte Licht. Und hier haben wir auf jeden Fall das erste Licht. So, huch. Ich bin jetzt immer die Steuerung von Infamous 2 gewöhnt momentan. Ich muss zu diesem großen Schild. Ich brauche es, um Brand zu finden. Ja, jetzt halt doch mal die Klappe gerade. Und wie ich gesehen habe, ganz kurz, offenbar im letzten Endscreen habe ich gesagt, ja, man kann ja nur diese komischen Zuckerpunch-Punkte sammeln, aber hier sehe ich gerade, man kann Lumen sammeln, man kann Lumen-Rennen machen, man kann Neon-Graffiti veranstalten. Offenbar macht sie auch gerne Graffitis, wie LeFloidy Boy noch zuvor bei Second Sun. Also, ich bin gespannt. Momentan haben wir 0% geschafft, aber ich glaube, das wird sich hier noch ein bisschen ändern. Und können wir eigentlich noch da später runter? Nee. Da kommen wir gar nicht runter. Wir bleiben also diesmal nur im oberen Distrikt von Seattle. Das heißt, das Spiel ist ungefähr halb so groß wie das andere. Ich weiß es nicht genau. Ist aber auch nur ein DLC. Ne, darf man nicht vergessen. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich würde ja gerne natürlich auf den Gleisen rennen. Aber das kann ja nur unser Freund Cole McGrath. Okay, wir müssen jetzt auf das Neon-Schild. Ja, das ist groß genug. Und jetzt sollen wir hier Kräfte entziehen. Oh. Nein. Verdammt. Jetzt, mach doch mal. Kräfte. Hallo, jetzt mach doch mal bitte. Hallo, willst du mich verarschen? Die entzieht gar nicht. Ah, jetzt kann ich entziehen. So. Ja, los, ich spuck's schon aus. Seven Lake. Okay, du faules Neongas. Dann mach dich mal nützlich. Pacific Science Center. Ah, jetzt können wir hier fröhlich rumsuchen. Sammeln Sie Neonlumen. Da haben wir die Neonlumen und dadurch kriegen wir dann die Fertigkeitenpunkte, die... Was für ein Kick. Die Sucker Punch Points sozusagen. Und okay, ich brauche so viel Feuerkraft, wie ich nur kriege. Komisch. Die schmecken gut. Du sollst sie nicht essen. Oh, ein großes. Und es bewegt sich. Okay, das ist merkwürdig mit den... Hattest du etwas mit dieser Lichtershow an den Nil zu tun? Ich hab doch gesagt, ich brauche Neongas. Konzentrier dich auf Brent. Tja, aber irgendwie unübersehbar. Weißt du, es wäre besser, wenn du hierher zu mir kommst, während... ausstrecke nach den Akulas. Ich finde den Typen so widerlich und mit dem sollen wir rumhängen. Ist doch kein Wunder, dass das arme Mädchen später nichts mit uns zu tun haben wollte. Und das Neongas startet jetzt also ein Neonrennen. Oh, das ist sehr schlaues Renngas, wie mir scheint. Gehen Sie zum Rennen. Warum soll ich da hingehen? Ich renne da einfach hin. Oder warte, ich gehe zum Rennen. Kann ich gehen? So, sprinten Sie mit durch Neonwolken, um das Lumen zu fangen. Starten Sie das Rennen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung überhaupt. Wahrscheinlich startet das da oben. Diese Wolken machen mich schneller als ein Blitz. Du leckerer Neonriese. Dich schlucke ich im Ganzen. Macht mir ein bisschen Angst, die Alte. So. Das hat mir gefehlt. So. Komm her, Dicker! Meint die mich? Ich box dich gleich, Oma. Huch! Verdammt! Ganz schön schnell. Alter, das ist einfach irgendwo hin. Das ist wahrscheinlich auf das Ding da oben drauf. Ach ja, die Renndinger, die liebe ich ja schon aus Infamous 1 und 2. Gut, dass sie die jetzt hier auch eingebaut haben. Ich renne durch diese Wolken und ich bin schneller als der Wind. Ja, das darf doch. Ja, komm, jetzt quatsch die jetzt gleich. Ach nö. Das schluck ich im Ganzen.
Ich hasse diese Renndinger bei Infamous. Ich weiß gar nicht, wer da auf die Idee kam. Im Laufen schmecken die viel besser. Du sollst das nicht essen. Das ist giftig, Oma. Mann, oh Mann. So, Fortschritt wird angezeigt. 18% haben wir schon geschafft. Das... Oh, Lumen... Oh, ja, juhu. Es gibt... ja. Schließen Sie sekundäre Inhalte. Ich freue mich, dass wir eine Menge Rennen machen dürfen. Nö, Alter. Das ist doch Mobbing. Oh, Moment. Okay, also kommen die Akkulas zu mir. Wo ist Brent? Spricht keiner von euch unsere Sprache? Mann. Indem Sie Gegner besiegen, bauen Sie Energie für einen Spezialangriff auf. Das ist ja ein Traum. Wenn du mich nicht unterbrechen würdest, hätte ich dich schon längst besiegt. Okay, Arschgeigen, los geht's. Na, großartig. Sobald Sie genug Gegner besiegt haben, können Sie eine Neon-Singularität auslösen. Na dann, lösen wir mal. Rosti Sanje, Idiot. Alter. Mein lieber Freund. Mission abgeschlossen. Befreie das Neon. Natürlich sind die Russen wieder die Bösen. Ich sage dazu überhaupt nichts. Meine Fühler haben gerade etwas sehr Interessantes befehlt. Oh Mann. Also, die Akkulas erwarten in Kürze ein Arsenal von Waffen. Du hilfst mir, sie zu stehlen. Und in weniger als einer Stunde schicke ich 50 bewaffnete Männer auf die Suche nach Brent. Toll, danke. Und lass das mit diesen Fühlern. Schon geschnallt. Widerlich, du stehst drauf. Lassen wir es hinter uns. Also wirklich. Du musst wissen, dass manche Frauen mich unwiderstehlich finden. Klar, für genug Geld. Triff mich einfach in der Gasse hinter Gnats Sandwichladen, wenn du für den Waffenraub bereit bist, ja? Au revoir. Folgendes wird passieren. Ich dachte gerade, das wäre ein cooles Unterbodenlicht beim Auto. Folgendes wird passieren. Auf der Suche nach Brent wird er uns als Schwester natürlich ausnutzen für seine ekelhaften Dinger, dass wir ihm Waffen holen und so weiter und so fort. Das heißt, der Typ wird uns einen Scheiß helfen, der ist nur an sich selbst interessiert und sie schnallt es natürlich nicht. Ist doch klar. Sie ist ja nur das dumme Teenie-Mädchen. Was ist denn... Wieso blinkt es denn hier so komisch? Ach, das ist einfach nur zum Rennen, ne? Wo ist denn das andere? Mist. Natürlich landen die alle auf diesen komischen Objekten da drauf. Alter, jetzt lauf doch mal das Ding hoch. Lauf das Ding hoch. Boah, war ich ja schon lange nicht mehr. Nein, nicht da rein, nicht da rein. Ich weiß nicht genau, ob sie da hoch kann. Also sie kann schon da hoch, aber ich habe das Gefühl, ich werde das nicht per Rennen schaffen. Ah, super. Vor allen Dingen von innen macht das mega Laune. Ich muss da doch irgendwie hochkommen. Das muss auch möglich sein. Komm Mädchen, wir schaffen das. Lumen gesammelt. Frauen freuen sich immer über frische Lumen. Und da hinten sehe ich noch eins. So, huch. Unversehens sind wir plötzlich auf dem Lampenschirm. Die kann natürlich auch mega gut klettern. Ich frage mich, wo sie das gelernt hat. Alle können hier mega gut klettern. Mit den Dingern können wir schneller flitzen, ne? Habe ich da das Gefühl. Dann sammeln wir uns erstmal ein paar Lumen ein. Ich mache jetzt nicht den Witz mit der Lumen Group. Wo ist denn das Ding? Ich müsste eigentlich eins sein. Bist du's? Nee. Wo ist es denn? Laut Karte soll hier ein Lumen sein. Hallo Lümchen! Hallo, da blinkt doch was. Guck doch mal auf die Karte.
Ich bin verwirrt. Oh, okay. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass die in der Luft rumfliegen. Das ist vielleicht ein bisschen verstörend. Wo ist es? Wie soll ich denn da oben hinkommen? Ach du Heilige. Nein, das reicht nicht. Wie soll ich denn da oben hinkommen, sag mal? Jetzt nur mal so gefragt, kann ich eventuell aus diesem komischen... Nicht von da unbedingt, kann ich denn von da aus springen? Wenn ich so ein Ding hier durchkreuze? Nein, kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da oben hinkommen soll, ehrlich gesagt. Vielleicht lassen wir es erstmal für später und jetzt machen wir entweder ein paar Rennen oder ich weiß nicht genau was. Schauen wir mal. Ach, das mit den Rennen. Yes. Lecker schmecki. Wir müssen ja die Gebiete auch wieder befreien, alle. Mist, jetzt haben wir eine Neonwolke verpasst gerade. Na super, das Ding entkommt wieder. Und vor allen Dingen bist du dann irgendwo anders und kannst das Rennen nicht nochmal starten, sondern du musst dann quasi immer erstmal wieder dahin laufen. Das ist grandios. Ich, designmäßig ganz weit vorne. Und da kommen wir auch nicht ran. Das heißt, wir werden später noch rausfinden müssen, wie wir da oben rankommen überall. Vielleicht brauchen wir eine höhere Sprungkraft. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir irgendwas anderes. Da vorne haben wir so ein Graffiti. Dann gehen wir mal ganz kurz gucken, wie man das Graffiti macht. Das Graffiti. Er hat ja immer Schablönchen, aber sie hat ja immer mit Neon irgendwas gemalt. Erzeugen Sie mit Ihrer Neonkraft Neon-Graffiti. Okay. Grob was hingemalt. Bewegen Sie Controller und halten Sie R2 gedrückt, um auf Neonwolken zu schießen. Ah, und sie vervollständigt das dann. Weißhältene Schönheiten in der Smaragdstadt. Sieht wirklich ganz hübsch aus, ne? So, wir müssen jetzt... Die fliegen ja mal irgendwo in der Luft rum. Ich düse jetzt mal ganz kurz in die Richtung von unserer Mission, damit wir nicht lange, zu lange rumeideln. Vielleicht werden wir es hier nicht auf 100% bringen, ich weiß es nicht. Na komm, Alter, ich hab's doch gehabt! Ich hab's doch gehabt! Junge! Also Mädchen eigentlich. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Alter, willst du mich verarschen? Die kriegt das da nicht. Also ich. Nein! Hammer. Alter, die springt da mal durch. Warum? Das ist jetzt total. Man kann die jetzt total gut fangen. Na, endlich Blumen gesammelt. So, jetzt aber reicht's aber. Da komme ich von hier aus nicht ran. So, dann probieren wir mal. Ich würde gerne alle Kräfte sammeln, aber ich muss zugeben, das mit dem Springen ist mir momentan noch so ein bisschen... Also mit dem ganz weit hoch in die Luft springen und genau timen und dann auch mit den Rennen, das ist mir so ein bisschen so... Ja, ein bisschen zu zeitschinderig. So, Mist, den hätte ich gerade noch kriegen müssen. Nehmen wir den. So, generell habe ich das Gefühl, wir werden sehr viel reisen müssen. Wir können zwar sehr schnell reisen, aber weil die Stadt so riesig ist, wird das Reisen wahrscheinlich auch dementsprechend lange dauern.
Ich sag gar nichts dazu. Wir können natürlich von Hausdächern fliegen. Das Problem ist nur, selbst in der Höhe weiß ich nicht, ob wir da hinkommen würden. Wir können das mal gerade ausprobieren. Ich kletter mal ganz kurz auf das Haus hier. Es kann sich nur um Stunden handeln. So, da oben ist auch noch ein Lumen. Irgendwo hier, da ist es. Okay, das kriegen wir, vielleicht mit ein bisschen Glück kriegen wir das sogar. Aber ich glaube, ich bin zu vorschnell. Ich glaube, wir können mal später, das habe ich im Endscreen gesehen, also im Trailer, kann man tatsächlich später noch, ich sehe das Lumen von hier aus nicht mal, das andere, da kann man später noch, glaube ich, über diese Lüftungsschächte höher fliegen. Das wird uns sicherlich ein bisschen helfen. War das das Lumen? Nee, das war doch ein anderes, oder? Nein! Alter! Springt die einfach vom Hoch raus. Die kleine Suizidgefährdete. So, mal gucken. Ja! Eine komplizierte Kombination aus Fliegen, Rennen und Sprüngen. Okay, das Ding hole ich mal lieber nicht. Ich guck gleich mal, ob wir noch updaten können. Und dann holen wir uns aber wirklich mal die erste Mission. Ich lasse mich hier immer sehr schnell ablenken. Bei Infamous lasse ich mich generell gerne und schnell ablenken. Von diesen ganzen Nebenmissionen immer. Ja, da kommen wir nicht dran. Mit ein bisschen Glück vielleicht daran. Nee. Nein, nein, nein. Nee. Vergiss es. So, wo müssen wir hin? Wir müssen dahin und sind auch nicht mehr so weit entfernt. Das heißt, wir haben gleich unseren ersten Auftrag erreicht. Da waren wir dann Schildwedler. Die konnten wir früher mal kaputt schlagen. So, stehlen vom Feind. Helfen Sie Shane, den Akulas Waffen zu stehlen. Und ich behaupte einfach mal, der Shane nutzt uns einfach nur schamlos aus, damit er uns quasi für seine Zwecke missbrauchen kann. Unter der Prämisse, dass er angeblich nach unserem Bruder Ausschau halten wird. Ich glaube da keine Minute dran. Fetch, mein Truck ist beladen. Los jetzt! Ich glaube, ich habe einen Alarm ausgelöst, als ich an die Waffen wollte. Wenn die Akulas uns einholen, gibst du mir lieber Rückendeckung. Los jetzt, das wird schon klappen. Weißt du, Süße, wenn die rausfinden, dass ich ihr Zeug gestohlen habe, dann gibt es Vergeltung. Und die würde ich liebend gern vermeiden. Komm schon, du hast einen Conduit bei dir. Die können dir gar nicht. Wir schaffen die Waffen zu deinen Leuten und die finden damit Brand. Alles gut. Hochmut kommt vor dem Fall. Die klauen unsere Waffen! Die klauen unsere Jobs! Bleib bei mir, ich hab sie! Er schießt den Conduit! Er schießt den Conduit! Oh, ich bin so gut. Gut, die bleiben eh da hinten stehen. Dann lassen wir sie mal. Wo? Aua. Jetzt warte doch mal ganz kurz auf mich. Wir sitzen fest. Ich lass den Truck stehen und hau ab. Gib mir Deckung. Nein. Bleib ruhig. Ich räume den Weg frei. Okay, kann ich vielleicht den hier machen? Nein, kann ich nicht. Ich wollte gerade dieses komische Dingens machen. Oh, Shane geht's nicht so gut. Triff doch mal! Alter, geht aber einen Schritt beiseite und kümmert sich gar nicht, natürlich. Scheiße, Shanes Truck wurde zerstört. Sieht aber noch heile aus. Ja. Na gut, wir probieren es einmal nochmal. Shane beschützen. Immerhin starten wir auf dem LKW. Truck stehen und hau ab. Gib mir Deckung. Nein, bleib ruhig. Ich räume den Weg frei.
Mir war es lieber, als sie noch nur am Fuß ihren wunden Punkt hatten. War's das? Wagenblockade zerstören, ne? Das hätten wir vielleicht noch machen. Da steht da noch einer. Okay, die schiebt er zumindest selber beiseite. Das war mehr als Haarschaden. Cops, wir sollten abtauchen, nur eine Weile, damit ich mich wieder aufladen kann. Gut, und ich weiß auch schon wo. Aufgeladen. Ich glaube, es ist sicher. Los. Verdammt. Wo haben die Kerle ihren Führerschein her? Siehst du? Genau darum bespielt man die Akkulas nicht. Ich versuche es quer durch den Park. Du bist echt ein Hauptgewinn. Oh ja. So, das nächste Mal, ich mach die Autos einfach kaputt. Uah. Ast rein, du Superstar. Halt die Schnauze, Shane. Ich hasse dich. Niemand kann dich leiden. So. Okay, Shane ist noch zur Hälfte da. Okay, wieder auf Kurs. Das dürfte es gewesen sein. Oder auch nicht. Die Kerle geben nicht auf. Schon ein Plan? Ich habe einen Fluchtplan, aber das Timing muss stimmen. Dwayne, ist der Bus bereit? Ich sehe dich. Komm auf dich zu. Ein Bus? Wer war das? Voraussicht, Mann. Naja, manchmal klappt einfach alles. Was denn jetzt überhaupt? Also, wieso habe ich dich noch nicht in den Nachrichten gesehen? Ein Superstar-Konduit wie du ist doch garantiert der Staatsfeind Nummer 1. Ich habe Brent. Er sorgt dafür, dass ich weder abhebe noch auffalle. Ja, so, Endstation. Hier laden wir ab. Hab nichts dagegen. Komm schon, wir waren doch ein Spitzenteam auf der Straße. Stell dir mal vor, wie wir in der Kiste wären. Bewaffne deine Jungs und lass sie Brand suchen. Sonst lernt deine Kiste meinen Laser kennen. Der Typ ist so widerlich einfach nur. Stehlen vom Feind, Mission abgeschlossen. Hey, hey, hey. Und was, wenn ich dir sage, dass ich schon Leute da draußen habe, die sich nach deinem Bruder umhören? Ich schicke dir ihre Position. Vielleicht wissen sie inzwischen schon was. In nur einem Satz wechselst du von Spinner zu okay. Wie machst du das? Ich komme halt aus Texas. Cooper und McGrath. Kommt mir sehr bekannt vor. So, er hat also Leute, die sich... Er hat Leute, die sich nach unserem Bruder umsehen. Ich persönlich glaube da noch nicht so ganz dran. Ich höre hier gerade eher eine riesige Schieße... Was ist denn hier los? Sind das unsere Jungs, oder? Weil ich sehe bei denen keine Schwachpunkte, bei den Polizisten aber schon. Ach, das sind die Russen. Das sind gar keine Polizisten. Entschuldigung, natürlich. Natürlich sind das böse Russen. So, Volltreffer haben wir bald voll. Immerhin. Und da drüben können wir ein bisschen Graffiti machen. Machst du mit mir Graffiti? So, dann machen wir das mal eben. Erzeugen Sie mit Ihrer Neonkraft Neon-Graffiti. Oh. So, mal gucken, was wir diesmal malen. Wir können uns nicht mehr aussuchen, ob gut oder böse. So, achso, ja, wir müssen ja... Sie ist ein bisschen schwurbeliger mit ihren Graffitis. Das hat ihr Kumpel besser drauf. Ah, da unten. Und da oben. So, Mädchen, dann zeig mal her, was du kannst. Das hier ist für dich, Brent.
Voll schön. Neon-Graffiti abgeschlossen und sie macht immer rosa und blau. Und komischerweise auch die Krähe, die wir später noch als Symbol haben. Als Stammessymbol bei Second Son. So, die Schießerei haben wir ausgeräumt, aber... Ah, okay, wir gehen gleich mal dahin, wo der Typ meinte, dass da angeblich was auf uns wartet. Da oben kommen wir gerade eh nicht hin. Ich gebe es gerade mal auf, diese Gasdinger zu sammeln und die rennen... Ja, die rennen, ja... Die ganze Stadt ist einfach nur umgeben von Neongas. Ich weiß gar nicht, wie wir sie damals kriegen konnten, als wir sie verfolgt haben. Ist mir bis heute ein Rätsel. So, hier gibt es noch Graffiti. Das nehme ich gerne mit. Das ist ja easy. Und es gibt keine Dubs, wie es aussieht. Zumindest gibt es noch keine Dubs. Später kommen die wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht ab den... Oh. Der hat mich gar nicht gewarnt, dass der Akku low ist. Na gut, dann Sekunde. Ich nehme mal kurz ein anderes Ding. Das ist ja peinlich. Zum Glück habe ich immer zwei aufgeladene. Wobei das eine jetzt nicht so aufgeladen schien. So. So, und wir machen ein paar niedliche Kätzchen. Juhu, endlich Kätzchen. Wenn irgendwas Infamous noch gefehlt hat, dann auf jeden Fall niedliche Kätzchen. Und jetzt mach was draus, Mädchen. Gib alles. Da ist er. Ja, das ist toll, super. Oh, meint eigentlich den hier? Ich habe einen neuen Controller. Ich muss mir erstmal die Steuerung gewöhnen. So, komm mal. Das sieht aus, als könnte man da hinkommen. Ich bin immer optimistisch. Nein, wir kommen da nicht hin, weil den gleichen hatten wir schon mal. Ich erinnere mich. So. Hier müssen wir offenbar hin. Gewalt in Seattle. Schützen Sie Shanes Männer vor dem Akulas. Guck mal, da hinten ist. War es das? Offenbar war es das. Achso, Mission beginnen. Schalten Sie die Akulas aus. Ich höre gerade, einer meiner Jungs, die nach Brent suchen, wurde von den Akulas enttarnt. Sorry, Süße, ich muss meine Leute zurückpfeifen. Ist zu gefährlich. Nein, nein, ich beschütze ihn. Sag deinen Männern, ich beschütze jeden, der nach Brent sucht. Das wird gehen. Ich schieße, sobald die Sicht frei ist. Ich muss schnell sein. Wie, sobald die Sicht frei ist? Die Sicht ist doch frei. Shane, dein Mann atmet noch. Schön zu hören, dass du das drauf hast, weil gerade noch einer meiner Jungs entdeckt wurde. Ich erledige das. Schick mir seinen Standort. Die können ja gar nichts, die Jungs. Die werden immer sofort entdeckt. Voll die Top-Spione einfach. So, offenbar brauchen wir da oben so ein Neon-Outlet dafür. So, wo ist die Schießerei, damit die uns nicht in die Quere kommen? So, da unten muss auch noch irgendwo einer sein. Momentan sehe ich die allerdings nicht. The White Mummy! Yep, in the Mai! Weißt du was, wir helfen denen mal eben. Da ist die Schießerei zumindest schon mal im Kasten. Finn. So, das sind unsere Jungs. Jetzt bleibt eigentlich nur noch einer bestehen. So, dann haben wir da schon mal ausgeholfen.
Und wir haben eine Singularität, die würde ich aber gerne aufsparen. Die brauchen wir momentan noch nicht. Und wir starten erstmal das nächste Ding. Komm schon. Zu. Wenn deine Jungs entdeckt werden, nutzen wir das doch aus. Schick sie alle zu Olafs Restaurant am Hafen. Ich verstecke mich auf dem Dach und erledige die Akkulas, wenn sie auftauchen. Ja, nicht schlecht. Okay, ich könnte mit dem Truck hinter dem Laden warten. Sobald du loslegst, schnapp ich mir meine Jungs und wir hauen ab. Was ist denn hier los mit Freizeitanzug, Larry? Hey, Larry! Hallo! Au, 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 au. Das war jetzt aber gemein. Kauf dir mal eine neue Hose, Junge. Das Markenzeichen der Akkulas sind irgendwelche komischen Aldi-Hosen. Ich trete dir in den Arsch. Diese komischen, billigen Jogginghosen. Diese Zuhause-Jogginghosen. Die du sonst immer so als Hartz-IV-Persiflage siehst. Wow, hier scheint es aber ziemlich viele von denen zu geben. So, können wir inzwischen eigentlich was Neues kaufen? Neue Superkräfte, Optionen, Upgrades. Hier bei den Upgrades mal gucken. Oh, wir haben 19 und können tatsächlich einen Neonanzug. Lalalala, was haben wir mit Sprung? Durch Sprinten in der Luft springt Fetch nach vorn. Durch Sprinten in der Luft springt Fetch nach vorn. Das ist natürlich total super. Was kriegen wir hier? Wenn Fetch eine Neonwolke passiert hat, kann sie den so verstärkten Sprint 50% länger halten. Das ist, glaube ich, ganz gut zum Rennen. Verwenden Sie Luftsprint zweimal, bevor Sie den Boden berühren. Okay, das scheint ganz gut zu sein. Was haben wir hier? Nahkampf-Finisher. Wenn ein Gegner in Reichweite ist, sprinten Sie mit auf ihn zu und lösen Sie einen schweren Angriff aus. Besiegen Sie einen Gegner mit einer normalen Nahkampf-Kondo, werden die Finisher-Angriffe wieder aufgeladen. Laserfokus verlangsamt die Zeit um weitere 50%. Kostet 8. Wir haben momentan 19. Halten Sie R2 gedrückt, um einen Hagel-Neonblitze abzufeuern. Das hätte ich gerne. Und eigentlich hätte ich auch das hier gerne. Was ist das hier? Verlängern Sie das Abfeuern von Blitzen um 50%. Okay, aber ich hätte gern erstmal mehr die Zeitlupe und dann haben wir hier noch erhöht die Neon. Das brauchen wir sowieso. Mist, das hätten wir vielleicht zuerst machen sollen, aber egal, wir kriegen noch ein paar Lumen. So, einen haben wir schon wieder. Ich würde mich freuen, wenn die nicht einfach irgendwo mitten in der Luft rumhängen würden. Oh, das geht offenbar ganz gut. Ich will immer die Steuerung von Infamous 2 machen. Infamous 1 und 2 haben ja dieselbe Steuerung. Da habe ich mich jetzt so dran gewöhnt. Muss ich mich jetzt einmal wieder ein bisschen umgewöhnen. So, die Lumen, die wir kriegen können, wo ich mir sicher bin, dass wir die kriegen. Die versuche ich mir mal zu holen gerade. So, das haben wir auch. Und dann müssen wir eigentlich nur noch da hinten hin. Laufen wir mal zum nächsten Überfall. Die Lumen können wir nach und nach sammeln. Wir müssen jetzt keine riesen Aktion draus machen. Wie wir sowas da oben kriegen, ist mir momentan halt auch noch ein Rätsel. Das da könnten wir eventuell jetzt schon kriegen. Jetzt. Alter, springe mal hoch. Also, komm mal da ran. Das war, glaube ich, die falsche Reihenfolge. Das hat überhaupt nicht geklappt. Also nochmal. Das da hinten könnten wir eventuell kriegen. Halt, das ist die falsche Richtung. Nein! Oh, Mann! Hat fast gehabt. Mist. Okay, ich brauche wahrscheinlich einen Double Dash dafür. Das wird noch ganz toll. Aber natürlich
fällt einem hier nicht alles in den Schoß. Das will ich ja auch gar nicht. Ich weiß, dass man einiges dafür tun muss, um die Superkräfte zu kriegen. Finde ich ja eigentlich auch ganz gut. Das mit dem Sprinten, da bin ich immer noch so ein bisschen... Ja, ich sprinte so gerne. Es macht immer so viel Spaß, diese Rennen. Wobei ich natürlich weiß, dass Infamous sich sehr gerne auf Geschwindigkeit konzentriert, aber dass die Entwickler das natürlich auch sehr gerne feiern. Aber da ist vielleicht nicht jedermann Freund von. Oh. Nein, Mann, Alter! Wo bist du hin? Ich will wieder sterben. Ich will wieder sterben. So, das haben wir. Okay. Zwei Upgrades verfügbar. Da können wir mal ganz kurz nochmal reingucken. Dann machen wir noch ein paar Upgrades. Dann lohnt sich das wenigstens. Dann können wir hier vielleicht nochmal ein bisschen mehr Neon-Energie. Ist immer gut. Zack. Als nächstes kriegen wir hier 75% Neon-Kapazität 3. Okay, maximale. Dafür brauchen wir jetzt 5. Das dauert noch ein bisschen. Entschuldigung. Willkommen im Fleischwolf, Jungs. So, wo sind sie? Shane, sie sind abgelenkt. Hol deine Jungs raus. Ja, Ma'am. Ich bin noch getroffen. Und es ward schwarz. Schalten Sie die Akkulas aus. Shane, Sie sind abgelenkt. Hol deine Jungs raus. Ja, Ma'am. Wer schießt denn da? Okay, meine Jungs sind draußen und gehen die Nebengasse runter. Nicht, dass es jemand bemerkt hätte. Alle Akkulas schießen auf dich. Von mir aus, wenn Sie gern Hackfleisch werden wollen, nur zu. So. Ach du Heilige, wollt ihr mich denn verarschen? Da freut sie sich darüber, dass er ausgeschaltet wird. Wo sind die denn, Alter? Das ist doch Kacke. Wo sind die? Die nehmen zu viel Schaden. Kommt gleich wieder. Ich weiß genau. Hör auf zu lachen, Mädchen. Da ist nichts Lustiges dran. Vor allem sehe ich... Ich sehe... Nein, genau da unten. Alter, so ein bescheuertes Suchspiel. Ich verstehe nur die Hälfte. Also jetzt akustisch. Shane, Sie sind abgelenkt. Hol deine Jungs raus. Ja, Ma'am. Ja. Geh doch selber zu deiner Mutter. Ich weiß gar nicht, warum die so eine große Fresse haben müssen unbedingt. Wenn Sie gern Hackfleisch werden wollen, nur zu. Na, die Alte ist aber selbstbewusst. Nach zweimal sterben. Und es werden natürlich immer mehr. Alter, wieso trifft die denn nicht? Alter, es werden immer mehr. Hör auf zu lachen, Mädchen. Das ist nicht witzig. So. Einer muss da noch irgendwo rumkrepeln. Da ist er. So. Shane, sind deine Jungs okay? Haben sie Brent gefunden? Na, du hast sie schwer motiviert. Zu sehen, wie du auf den Putz haust. Boah. Unglaublich, Kleine. Du bist der
Sensen mal. Ich bin kein Monster. Ich will nur meinem Bruder helfen. Ohne ihn flippe ich manchmal aus. Dann, werte Dame, hast du Glück. Einer der Jungs, den du gerettet hast, hat gehört, dass ein Akula-Leutnant etwas in Georgetown abgeholt hat. Wenn wir den Kerl auf den Überwachungsbändern finden, können wir vielleicht zurückverfolgen, wo sie Brent festhalten. Hin und wieder bist du schwer in Ordnung. Heißt das, du lässt den Cowboy doch noch den Bullen reiten? Bullen sind männlich. Ach, was soll's. Mission abgeschlossen. Gewalt in Seattle. So, Singularität. Was ist denn jetzt schon wieder für Actionmusik? Die halten doch gar nicht an da unten. Da braucht er doch gar nicht actionmäßig. Was ist das da unten für ein Icon? Mit dem Mannequin. Müssen wir wieder einen Spion finden, oder? So, das war noch nicht das, ne? Da ist wieder irgendwo eine Schießerei im Gange. Der Unterhändler. Ah, okay. Ich glaube, das sind so Geiselnamen oder sowas. Das scheint ja generell bei Infamous immer so ein Hobby zu sein, Geiseln nehmen. Ah, Mensch, heute ist Montag. Ja, da habe ich nichts zu tun. Heute auf To-Do ist es noch frei. Was mache ich denn da? Ach, Mensch. Eine schöne, ordentliche Geiselnahme. Das wär's heute. Ich glaube, das machen die echt ganz gerne mal. Wenn man nichts zu tun hat, einfach mal eine Geisel nehmen. Warum auch nicht? Mama, Mama, darf ich nach der Schule mit zu Klaus? Wir wollen eine Geisel nehmen. Sie werden so schnell erwachsen. So, wir hechten hier quasi von Missionsziel zu Missionsziel. Ich suche gar nicht mal so sehr nach Scherben wie früher. Ich weiß gar nicht warum. Kann ich bei Infamous 2 ja wieder ausleben. Hier offenbar nicht so wirklich. Entschuldigung. Und da scheint auch schon die nächste Mission auf uns zu warten. Was dürfen wir diesmal machen? Auf der Spur des Menschenhändlers. Sind wir leider erst morgen, denn für heute sind wir schon wieder längst in Überlänge gegangen. Das tut mir natürlich sehr leid. Ich sehe gerade, wir haben erst in diesem Stadtteil 3 von 11 Lumen. Also es wird, glaube ich, noch sehr lustig. Die Rennen, ne? Das ist so eine Sache. Da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Müsst ihr mir sagen, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich tatsächlich versuchen soll, alle Lumen zu kriegen, alle Rennen zu machen. Ich würde natürlich gerne, die Graffiti sind kein Problem. Ich würde gerne, aber gerade bei den Rennen ist es frustrierend, wenn man das Ding nicht kriegt, dass man dann immer ganz woanders plötzlich ist und dann wieder komplett zurücklaufen müsste, um dasselbe Rennen nochmal zu machen. Das ist ein bisschen, nee. Wenn man dann quasi wieder da spawnen würde, wo man das Rennen angefangen hat, das wäre was anderes. Aber stattdessen befindet man sich irgendwo im Nirgendwo. Also, wie gesagt, ihr müsst das entscheiden. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich täte mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde, wenn es dann zu den Menschenhändlern geht. Juhu, Menschenhandel. Juhu. Und Geiselnahme. Juhu. Freizeitspaß. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. A good fight.